wird Ihnen präsentiert von Dein Messestand. Angebote für Messebau. Jetzt habe ich einen ganz spannenden Stand von der TU München entdeckt. Herr Wernther, ihr habt mit diesem Gefährt an einem Wettbewerb teilgenommen, ist das richtig? Genau, mit diesem haben wir letztes Jahr an einem Wettbewerb teilgenommen. Aber wir haben auch schon in den Jahren davor zwei solche Prototypen gebaut. Aha. Und eigentlich alle drei Wettbewerbe schon gewonnen. Und von Elon Musk war das, oder? Genau, von Elon Musk und von der Firma SpaceX. Und da nehmen wir jedes Jahr teil und arbeiten fleißig dran. Jetzt sieht das für mich als Laie aus wie eine neue Version des Transrapid. Ist es das? Ja, wir haben heute schon ziemlich oft die Frage gehört. Das ist ja eine ähnliche Idee. Also bei uns geht es eigentlich um nichts anderes als ein Zug, der im Vakuumrohr fährt. Also der Vakuumrohr heißt, wir haben keinen Luftwiderstand. Dadurch können wir sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen. Vor allem, wenn wir Magnetschwebesystem verwenden, das heißt keine Räder, sondern der Zug schwebt über die Schiene, dann haben wir auch keinen Widerstand mehr zwischen Zug und die Schiene. Und so kann man theoretisch über 1000 km/h fahren. Das ist schneller als ein Flugzeug. Okay. Was glaubst du, wann gibt es das in groß und in Linie, sodass ich da mir ein Ticket buchen kann? Das ist eine schwere Frage. Das hängt so von sehr vielen Sachen ab. Also einerseits ist es sehr, sehr teuer jetzt, die ganze Infrastruktur auszubauen. Deswegen muss man zuerst noch die Kosten reduzieren, dann geeignete Flächen finden, wo man es überhaupt ausbauen kann. Aber ich würde sagen, 15, 20 Jahren wird es noch dauern. Okay, ich glaube, das erlebe ich noch. Ja, da bin ich gespannt. Hoffentlich. Ich drücke euch die Daumen. Vielen Dank. Dankeschön.